Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus? Welchen Stellenwert hat die Regionalpolitik in Ihren Zukunftsplänen und inwieweit beeinflusst die Politik Ihre Pläne? Am 11. September 2011 finden in Niedersachsen die Kommunalwahlen statt. Auch im Landkreis Osnabrück werden die Stadträte samt Gemeinderäte und der Kreistag neu gewählt. Mit Andreas Maurer schickt die Linke ihren Landratskandidaten ins Rennen, um soziale und verantwortungsvolle Politik zu machen. Am 11. September können Sie mit Ihrer Stimme vieles verändern, denn wir fordern Chancengerechtigkeit schaffen. Chancengerechtigkeit schaffen bedeutet, dass Bildung nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein darf. Bildung, und dazu gehört auch die Betreuung von der Kindergrippe bis zur Einschulung, sollen kostenfrei sein. Ebenso das Mittagessen. Nur kleine Kita-Gruppen und Schulklassen ermöglichen eine individuelle Förderung. Integrierte Gesamtschulen sollen zukünftig das dreigliedrige Schulsystem im Landkreis ersetzen. Mindestlohn von 10 Euro. In der Beschäftigungspolitik treten wir für eine öffentliche Auftragsvergabe nur an Firmen ein, die einen Mindestlohn von 10 Euro oder einen höheren Tariflohn bezahlen und angemessene Ausbildungsplätze anbieten. Leiharbeit ist auf 3 Monate zu begrenzen. Wir treten gegen Hartz IV ein. Hartz IV muss sofort auf 500 Euro erhöht werden. Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Der öffentliche Personennahverkehr im Landkreis muss erheblich ausgebaut werden. Barrierefrei und billiger. Es muss eine Lebensgestaltung mit Erreichen des Arbeitsplatzes, des Einkaufens und der kulturellen Aktivitäten mit öffentlichem Nahverkehr für jede und jeden möglich sein. Seit über 10 Jahren erleben wir eine Politik der sozialen Kälte. CDU, FDP und SPD betreiben seit Jahren Lobbypolitik für Großkonzerne und Millionäre. Wir wollen das ändern. Mit Ihren Stimmen sorgen Sie für die soziale Gerechtigkeit. Deshalb wählen Sie am 11. September die Linke. Verantwortungsvolle Politik gibt es nur mit uns.